Drei zusammen. Hier ist Pavel und das hier ist noch nicht wach. Das ist Mikro. Es ist, was? Es ist Sonntag, 9 Uhr oder sowas. Also, ja, es ist auf jeden Fall zu früh. Ja. Ja. Aber trotzdem habe ich Mikro jetzt vor die Kamera gezerrt, weil er hat jetzt die ganze Zeit hart gearbeitet. Mm, ja. Oh. Aber ist endlich fertig geworden. Und was das ist, womit er fertig geworden ist, das werdet ihr jetzt erfahren. So, Schätzchen, trink Kaffee. Ja, damit du. Ja, nur dann wird's mal. Weil Micho ist immer so, wenn er jetzt frühmorgens keinen Kaffee getrunken hat, dann guckt er so 6:30. Ja, also es ist ungefähr so. Ja. Das ist natürlich ganz schlecht. Also das Wort Augenringe und Schatten unter den Augen wurde nach mir benannt. Aber wir können uns umplatzieren, weil du bist einfach zu groß im Bild. Also ich muss doch auch irgendwo erscheinen. Oh, ja. Hier soll's. Ich stelle mich hinter dich. Ja. Nein, also wir haben für euch ein absolut tolles Ding heute. Next Big Thing. Oh. Ja? Also nicht iPhone oder sonst irgendwas, sondern... das haben wir doch schon tausendmal gesagt, dass wir in Texas waren. Ja, ja. Wobei, heute gibt es ein schönes Tutorial eigentlich. Drück mal. So, ja. Heute gibt es ein schönes Tutorial, das ist das Eigentliche, was ihr heute kriegt. Ne? Ja, aber ja. Und Tutorial hast du aufgenommen, ich habe da keine Ahnung, was er aufgenommen hat, aber ich gehe davon aus, dass das toll ist. Erzähl. Schätzchen. Ja, erzähl. Also okay, das Tutorial ist Teil eines Produktes, über das wir gleich sprechen werden. Ja, es werden einige schreien, das ist Product Placement, Werbung. Ja klar, also wir müssen doch leben von irgendwas. Ja gut, aber das, was ihr jetzt bekommt, also anschauen könnt, sind 15 Minuten Tutorial in, Achtung, Lightroom. Und wir haben uns eine neue Funktion, die hast du auch schon mal in einem YouTube-Video behandelt, diese Masken. Oder die Bereichsmasken. Ja. Mit Luminanz. Ich finde das absolut geil. Gibt es übrigens auch in Photoshop. Also wer mit Lightroom nicht arbeitet, kann genauso in Photoshop diese Geschichte machen. Ja. Ja, wenn jetzt jemand fragt, geht das mit Affinity oder Luminar oder Aurora, wissen wir nicht. Aber ich glaube nicht. Ja, also das geht nur in Photoshop und Lightroom. Und das, was wir euch zeigen, das ist wirklich eine absolut geniale Geschichte. Also ich arbeite damit mittlerweile wirklich standardmäßig, weil das spart viel Arbeit, ja? Um ehrlich zu sein, das werdet ihr jetzt auch gleich in der Auskopplung sehen. Es ist der Hammer, weil normalerweise das, was wir euch jetzt gleich zeigen werden, das ist so ein HDR-Effekt, das ist sozusagen das Maximum dessen, was man mit diesen Bereichsmasken machen kann. Normalerweise hätte ich da nie an Lightroom gedacht. Hätte gleich Photoshop genommen, meine Maskierung gemacht, haben wir auch einige YouTube-Videos dazu. Und jetzt in Lightroom. Das war so lustig. Einer hatte, der hatte sich die Sommerlooks geholt und konnte sie nicht installieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wer telefoniert? Oder er hat gesagt, ruf mich an. Da habe ich ihn angerufen. Ruf mich an! Ja, und haben das Problem gelöst. Und während wir am Telefon waren, meinte er so, ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst, weil... du machst ja eh fast nichts mit Lightroom. Ich so, Moment, A, das, was du da gerade geholt hast, das habe ich zusammen konfiguriert. Und B, ich habe gerade 2 Stunden Video aufgenommen, Tutorials nur mit Lightroom. War dann so die Situationskomik. Und mittlerweile ist es wirklich so. Also ich habe früher Lightroom gehasst. Gut, jetzt nicht die neuesten Versionen, sondern die erste Version. Hast du mit erster Version Lightroom gearbeitet? Ich bin doch Quereinsteiger. Die ist so scheiße gewesen, wirklich. Also... ja, also jetzt ist Lightroom wirklich perfekt. Also es ist schneller, es ist flüssiger und ich muss sagen, also ich arbeite mit Lightroom mittlerweile genauso gerne wie mit Photoshop. Ja? Und das, was Micho jetzt aufgenommen hat über Bereichsmasken, guckt euch das an, das ist wirklich eine geile Geschichte. Also Film ab. Dieses Bild hier zeigt den Friedhof in Houston. Da sind wir hingefahren, um einen Aussichtspunkt zu finden, um einen schönen Ausblick über die Stadt zu bekommen. War da nicht so super prickelnd, aber der Friedhof selbst war sehr beeindruckend. Man kann dort überall mit dem Auto hinfahren. Das ist ein Unterschied zu den Friedhöfen bei uns. Aber bei diesem Bild geht es nicht darum. Beeindruckend war hier der Baum, der sich so wie bei Avatar so richtig riesengroß über die Gräber erstreckt. Und deswegen haben wir fotografiert. Dummerweise war der Himmel wolkenverhangen und wir hatten
indirektes, starkes Gegenlicht, sodass der Baum darunter quasi komplett im Schatten war. Aber ich wusste, okay, wenn man so eine Art HDR draus macht, dann wird das super aussehen. Und so eine Art HDR-Optik kann man jetzt mit Bereichsmasken in Lightroom wunderbar hinbekommen. Wie das geht, zeige ich jetzt. Bevor man die Bereichsmasken anwendet, muss man erstmal die Aufnahme dafür so ein kleines bisschen vorbereiten. Wir gehen zuerst in die Grundeinstellungen, um dann die Bereichsmasken dann anzulegen, um dann wieder zurückzukommen zu den Grundeinstellungen, um das Bild zu finalisieren. Bei den Grundeinstellungen würde ich jetzt hier einfach nur die Lichter ein bisschen runterfahren. Weiß unverändert lassen, schwarz auch, aber die Tiefen nach oben ziehen, und zwar ziemlich nach oben. Gucken wir uns mal das Histogramm an. ISO 100, das heißt, wir können ohne Probleme hier bei den Tiefen nach oben gehen. Ich werde jetzt hier unten bei Details, gutes Schärfen werde ich mir jetzt sparen, da nehme ich Standardparameter 80, 0,48. Ich werde hier bei der Luminanz ein klein wenig nach oben gehen für das Luminanzrauschen. Aber weil wir einen Schatten groß aufhellen werden, werde ich den Farbregler für das Farbrauschen ungefähr in die Mitte setzen und die Details für das Farbrauschen werde ich nach links ziehen, um damit das Farbrauschen dann zu eliminieren. Soweit okay. Chromatische Aberration werden wir auch entfernen, weil wir viele kleine Blättchen haben mit einem starken Übergang zum weißen Himmel direkt daneben. Und damit würde ich es jetzt zumindest, was die Grundeinstellung und die restlichen Einstellungen angeht, belassen. Und wir wenden uns jetzt den Bereichsmasken zu. Wir werden zwei verschiedene anlegen. Einmal für den Himmel und einmal für den Baum selbst. Fangen wir mit dem hellen Bereich an. Und das machen wir jetzt über einen Verlaufsfilter. Ich gehe zum Ende des Himmels, klicke, halte die Umstelltaste bzw. die Shift-Taste gedrückt und ziehe nach unten bis zu den Gräbern. Und jetzt schauen wir uns die Einstellung an, die wir für den Himmel brauchen. Der Rest interessiert uns jetzt gar nicht. Das heißt, Belichtung deutlich nach unten, Lichter auch deutlich nach unten und die Farbtemperatur, die ziehen wir nach links, sodass es leicht blau wird. Ich lasse jetzt hier ein bisschen Magenta stehen, damit ich dieses relativ reine Blau bekomme. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Blau. Und Tiefen brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht wirklich aufzuhellen. Das lasse ich bei 0 stehen, den Rest auch. Klarheit, ja, vielleicht ein kleines bisschen nach oben, damit der Kontrast zwischen den Blättern und dem Himmel immer noch ein bisschen gewahrt bleibt. Und jetzt kommt die Bereichsmaske, das ist ein neues Feature bei Lightroom Classic CC. Und hier kann ich jetzt sozusagen diese Veränderung auf bestimmte Farbbereiche oder Helligkeitsbereiche, Luminanzbereiche im Bild beschränken. Ich werde jetzt hier mal die Farbe versuchen und dann sagen mit der Pipette einmal draufklicken und ins Bild klicken. Ich nehme jetzt hier die Farbbereiche des Himmels auf, also einmal hier. Wenn ich die Umstelltaste gedrückt halte, kann ich weitere Farbbereiche dazu nehmen. Dann klicke ich hier rein. Einmal in den weißen Bereich. Ich darf nur nicht zu den Blättern gehen oder zum Baumstamm. Dann ist soweit alles okay. Hier nochmal. Hier auch nochmal. Dann gehe ich hier rüber. Und je öfter ich klicke, desto präziser wird das Ganze. Jetzt klickt man noch ein einziges Mal rein. Hier oben. Dann müsste es eigentlich soweit okay sein. Das sieht schon relativ, naja, natürlich aus. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Festlegung, wie hart oder wie weich diese Maskierung sein soll. Und dafür gibt es einen Regler hier unten, der nennt sich Stärke. Ich halte mal die Alt-Taste gedrückt und verschiebe den Regler, dann seht ihr, was ich damit meine. Ich gehe jetzt weiter nach rechts und dann komme ich in so eine Schwarz-Weiß-Darstellung der Maske. Und alles, was schwarz ist, ist nicht betroffen. Alles, was weiß ist, wird sozusagen mit dieser Veränderung im Bild dann angezeigt. Das heißt hier, wenn ich nach rechts gehe, wird es weicher. Wenn ich nach links gehe, werden die Kanten härter. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich härtere Kanten habe. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird nicht funktionieren, weil schaut euch mal die feinen Blätter oben an. Das wird dann künstlich.
Das heißt, mit einer geringen Stärke in diesem Fall bekomme ich hier Lichtbrücken und Halos um die Blätter herum und das ist nicht gut. Also gehe ich hier mit dem Regler ungefähr zu 70%. Gucken wir mal, ob das besser aussieht. Ja, tut es. Vielleicht ein bisschen weniger. 58. Das ist immer so ein Kompromiss. Da muss man sich rantasten. Das geht nicht unbedingt gleich im ersten Anlauf. Aber jetzt hier mit 58 sind wir ganz gut bedient. Und mit diesem Verlaufsfilter für den Himmel sind wir jetzt fertig. Und ich kümmere mich jetzt um einen zweiten. Und der wird den Baum aufhellen. Und damit bekommen wir diese HDR-Wirkung. Das heißt, ich gehe nach oben und sage neu. Und jetzt brauche ich einen Verlaufsfilter, der den kompletten Baum erwischt. Das heißt, ich halte wieder die Umstelltaste gedrückt, ziehe einen Verlauf, einen vertikalen Verlauf oben am Rand und ziehe das ganze Ding einfach aus dem Bild raus. Und jetzt ist mit diesen Einstellungen, die wir hier rechts haben, alles soweit aufgehellt. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich werde Klarheit vielleicht ein bisschen erhöhen. In Summe schauen wir uns an, was passiert ist. Wir sind in den warmen Bereich gegangen oben, haben aufgehellt. Kontrast haben wir unverändert belassen. Lichter nach oben, Tiefen deutlich erhöht. Und ich würde auch hier für die Brillanz Weiß noch einmal erhöhen. Klarheit vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Und für mehr Kontrast werde ich Dunst entfernen. Ganz klein wenig nach rechts schieben. 3. Und das geht jetzt nicht über einen bestimmten Farbbereich, weil ich habe Braun, ich habe Grüntöne, das funktioniert nicht. Also brauche ich jetzt hier bei der Bereichsmaske die Luminanz. Klicken wir mal da drauf. Und jetzt habe ich 2 verschiedene Regler. Einmal der erste Regler, um zu sagen, für welchen Luminanzbereich, also welche Helligkeitswerte das Ganze gelten soll. Und dann Glättung, genauso wie vorher, wie hart oder wie weich ist die Maskierung. Ich brauche das jetzt nur für die dunklen Farbbereiche. Das heißt, ich kann den rechten Regler nach links schieben. Damit spare ich sozusagen die hellen Bereiche im Bild aus. Das funktioniert, naja, soweit ganz okay. Aber jetzt müssen wir bei der Glättung das entsprechend hinbekommen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen härter. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Tut es nicht. Deswegen ziehe ich es jetzt nach rechts, mache es ein bisschen weicher und dann sieht das Ganze schon ganz gut aus. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich muss jetzt hier unten noch ein bisschen nachkorrigieren, damit es nicht so matt aussieht und ich immer noch Struktur habe. Deswegen gucken wir mal, was wir machen. Tiefen vielleicht nicht ganz so viel aufhellen. Dafür die Lichter deutlicher nach oben. Ja, sogar noch mehr. Und die Gesamtbelichtung nach oben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, das ist zu viel. Aber was wir stattdessen machen können, ist die Klarheit nach oben zu ziehen. Das wird dann noch ein bisschen intensiver. Und das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich werde jetzt hier sogar ein bisschen Weiß dazu nehmen. Das gibt auch nochmal mehr Brillanz. Und die Schwarztöne ein wenig nach links ziehen. Das gibt auch nochmal mehr Kontrast. Aber auch hier bitte nicht übertreiben. Ungefähr so passt das sehr gut. Jetzt probieren wir mal bei der Glättung noch ein ganz klein bisschen nach links zu gehen. Na, nehmen wir 88. Also Kommando zurück. Hier ein bisschen weicher, gibt mir immer noch einen natürlicheren Look als mit einer harten Maske. Und jetzt sind wir mit den beiden Verlaufsfiltern, einmal für den Himmel, einmal für den Baum fertig und können jetzt nochmal bei den Grundeinstellungen ein bisschen justieren. So, eine kurze Unterbrechung. Ihr habt gesehen, das ist wirklich cool. Ja? Also Micho hat jetzt schon 7. Kaffee getrunken, weil er hat jetzt viel Zeit, weil mit dieser Funktion arbeitet er einfach schneller. Ja? Und es gibt mehr Tipps, also mit Lightroom und mit Photoshop, in unserem neuen Videotraining unterwegs mit Micho und Pavel in Texas. Schaut an und jetzt geht's weiter. Also jetzt hier Weiß, noch einmal nach oben für mehr Kontrast, Klarheit auch noch mal nach oben
Jetzt haben wir ein bisschen mehr Struktur, genau so. Und jetzt die Dynamik ein wenig nach oben, damit dieses Leuchten unten im Grün zurückkommt. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und das sieht jetzt schon extrem krass anders aus als das Ausgangsbild. Gehen wir jetzt zur Luminanz abschließend und ziehen Blau noch ein kleines bisschen runter. Aquamarin auch. Und ich würde jetzt sogar Gelb ein kleines bisschen nach unten ziehen. Und Orange ein kleines bisschen hoch. Das ist der Bereich hier auf diesen Ästen. Und wenn wir das tun, dann müssen wir beim Aufhellen, verliert das Ganze an Brillanz, deswegen Orange ein kleines bisschen in der Sättigung erhöhen und dann passt das. Ich würde jetzt hier, um das Bild noch ein kleines bisschen dynamischer zu machen, einen kleinen Lichteinfall oben reinbringen und simulieren, weil hier ist der Himmel, obwohl wir abgedunkelt haben, noch relativ hell und weiß und das können wir über einen zusätzlichen Radialfilter verstärken, sodass Licht von oben in diese Szenerie reinfällt. Wie machen wir das? Ich werde jetzt erstmal hier links hingehen und dann sagen 1:8 in der Darstellung, damit wird das Bild kleiner. Ich nehme einen Radialfilter, ziehe eine Ellipse in das Bild hinein. Mittelpunkt der Ellipse liegt außerhalb des Bildes, weil dort ist dann eigentlich auch die Sonne. Ungefähr so. Ich mache es ein bisschen schmaler. So. Und jetzt wenden wir uns den Einstellungen zu. Ich brauche nicht so eine starke Verschiebung in den warmen Farbbereich. Das ist okay. Belichtung nach oben. Lichter nicht überstrapazieren, nur ein kleines bisschen nach oben. Tiefen, kleines bisschen hoch. Soweit okay. Klarheit lassen wir bei 0 oder gehen sogar ein kleines bisschen nach links. Damit wird es etwas diffuser. Und bei Dunst entfernen ebenso, hier aber bitte nur ganz, ganz, ganz wenig, sonst wird es matschig. Die Belichtung werde ich jetzt, weil ich Dunst entfernen genommen habe, etwas reduzieren. Also es wird nur ganz leicht aufgehellt. Und was mir jetzt oben nicht gefällt, ist dieser Magenta-Stich, den nehme ich raus. Doppelklick auf den kleinen Regler hier und Magenta ist bei 0 und dann passt das wunderbar. Ich bestätige mit Fertig. Komme nochmal auf die komplette Darstellung zurück, also einpassen und lege dann abschließend noch eine Vignette über das Bild. Das heißt, wir gehen hier zu Effekte, gehen zu Vignettierung nach Freistellung, setzen das ein kleines bisschen nach links und damit kriegen wir mehr Tiefe und mehr Drama ins Bild, aber auch hier bitte eine relativ weiche Kante, damit es nicht ganz so auffällt. Damit würde ich jetzt das Bild so lassen und wir schauen uns den Vorher-Nachher-Vergleich an, weil wie gesagt, der ist krass. Ich klappe die rechte Seite ein und so sieht Vorher und Nachher aus. Das ist ein himmelweiter Unterschied und normalerweise hätte ich früher Photoshop dafür bemüht und auch entsprechend maskiert, aber maskieren kann man jetzt auch in Lightroom Classic CC. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. So, wie heißt das? So, ihr Lieben. Ja, ja. Mach weiter. Ja, ihr habt jetzt gesehen, also Bereichsmasken in Lightroom sind geil. Und genauso geil ist unser Videotraining unterwegs mit Micho und Pavel in Texas. Es geht ja nicht nur um Bereichsmasken. Wir Nein, haben natürlich alles nicht. Also es geht um alles. Es geht um Porträt, es geht um Landschaft, es geht um Tierchen, es geht um dramatischen Himmel, Lux. Es geht um monumentale Berge. Bildmanipulationen, richtige, heftige. Und. Wenn ihr das kauft, bekommt ihr 3 Steckmesser. Nein, natürlich nicht. Die stecken bei mir noch drin, die muss ich dann rausziehen. Nein, natürlich nicht. Also es gibt auf diesem Videotraining unser komplettes Show von Duisburg, von Photo & Adventure. Eigentlich sind wir gerade deshalb nach Texas gefahren, um Material für diese Show zu drehen. Und das haben wir in Duisburg gezeigt vor vielen Leuten. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und ja, jetzt alles nochmal hier auf dem Videotraining unterwegs mit Micho und Pavel in Texas. Es ist eigentlich unser umfassendstes, jetzt nicht von der Anzahl der Sekunden, aber vom Material, von der Art des Materials, das umfassendste, der größte Rundumschlag, den wir jeweils gemacht haben.
Absolut. Wir haben 2 Stunden Tutorials mit Kamera Raw-Entwicklung und Photoshop. Wir haben über 2 Stunden auch mit Lightroom, nur mit Lightroom. Und dann haben wir die komplette Texas Show, das ist auch knapp 1 Stunde. Und dann haben wir noch Lektionen aufgenommen, wo wir ein bisschen Dia-Show machen mit Musikuntermalung und ein paar touristische Aspekte, ja, wollen unsere Reise nochmal beleuchten. Alles in allem knapp 5,5 fette Stunden mit allem drum und dran. Das heißt, ihr könnt euch einen Fernsehabend machen, wo ihr ein bisschen Chips, Texas und Gezum, Popcorn, Chips, hier, ja, Chips, ja, Coca-Cola, Product Placement, Coca-Cola. Dann je nachdem, ja, ob ihr Lightroom lieber mögt oder auch Kamera Raw oder Photoshop, je nachdem, einfach mal so ein paar Lektionen einwerfen und dann hat man ein bisschen Spaß. Und das Geilste ist, wer mit uns nach Texas fährt, wer sich angemeldet hat für die Fotoreise 2019 nach Texas, bekommt dieses Videotraining zugeschickt. Also wir werden es freischalten für euch, ihr müsst dafür nichts bezahlen. Also das ist quasi die Einstimmung auf die Fotoreise. Also wir haben schon einige Anmeldungen, ja, ja, und wer sich schon angemeldet hat, also ihr bekommt ja, das freigestellt. Nicht kaufen, nicht ihr kriegt's. Genau, nicht ja, kaufen. Gut, das steht auch in der Ausschreibung. Also wer nach Texas mit uns geht, bekommt das Video. Ja, 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 haben wir jetzt alles erzählt? Eigentlich ja. Weil ja, also das ganze Video war Product Placement. Also ich kann jetzt wirklich kotzen. Das ist schlimm. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Das ja, hier Product Placement, das ist Product das, Placement. Das trägt doch bitte euch. Also, nee. Also Micho ist bei uns Quoten-Unicorn. Oh, das hier, wollt ihr dieses T-Shirt hier? Wollt ihr wissen, das haben wir in Florida gekauft für $5. Und wo? In Walmart. Walmart im Wühltisch. Wissen Sie, die Wühltischlampen? Nein, nein, nein. Wühltischlampen. Ja. Nein, nein, es ist so. Also wir waren in Florida und uns sind die Klamotten ausgegangen. Und was macht man? In den Waschsalon gehen? Nein, wir gehen zum Walmart und kaufen. Das ist auch so ein Travel-Hack. Ich gehe jetzt. Und der Jaguar hat bis jetzt schon einige Wäschen ausgehalten. Also so schlecht ja, scheint ja, es nicht zu ja, sein. Ja, genau, genau. Du hast jetzt wahrscheinlich dann überall Ausschlag, so, aber jetzt egal. Schluss mit ja, Werbung. Ja, 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 weil hier okay, steht nichts drauf. Wir sehen uns nächsten Freitag. Seid brav. Ja, bereitet euch auf die Texas-Reise vor. Natürlich am besten mit uns. Wenn nicht, dann vielleicht alleine irgendwann mal. Also Texas ist Bundesstaat mit unbegrenzten Möglichkeiten und lernt fleißig Photoshop, lernt fleißig Lightroom, folgt uns auf unserem Kanal, teilt das Video mit Oma, mit Opa. Gerne. Ich werde das mit Oma auch teilen, mit Oma Olga. Du kannst ja, es ja jetzt, ja, genau. Ja, 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 genau. Okay, also. Die Oma hat auch deinen Kanal abonniert, ja? Sie hat abonniert, ja. Ja, brav, ja, ja, genau, genau. Also, bis zum nächsten Freitag. Ciao.